Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge geht es um einen Scripture-Song. Wieder einmal aus den Psalmen. Dieses Lied ist in Strophe und Kehrvers eingeteilt. Die Melodie der Strophe ist nicht von mir, auch nicht von Robert Evans. Dieser Teil des Liedes ist einer Melodie von Misty Edwards nachempfunden. Das kam daher, dass mir die Akkordfolge eines Liedes sehr gut gefallen hat. Dem Kehrvers habe ich die Melodie gegeben. Wobei der Kehrvers kein wirklicher Kehrvers ist, sondern den Textteil habe ich zum Kehrvers gemacht. Verwirrend? Es wird gleich klarer. Also ich lese den Text des Liedes. Psalm 34, die Verse 4 bis 10. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Bis dahin habe ich das als erste Strophe dann im Lied. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das wäre jetzt die zweite Strophe des Liedes. Jetzt kommt der Kehrvers, den ich nach jeder Strophe singe. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Der Kehrvers wird zweimal gesungen. Dann geht es weiter mit einer halben Strophe. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und dann folgt die Melodie des Kehrverses noch einmal. Da heißt es aber dann, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und das wird auch zweimal gesungen. Worum geht es eigentlich in diesem Psalm? Ich lese den ganzen Psalm aus der Schlachterübersetzung. Er ist von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Soweit der Text dieses Psalms 34. Einige Gedanken noch dazu, die sich hier aufdrängen. Wenn man das aufmerksam liest, dann merkt man, dass hier Bedingungen und Verheißungen gemischt sind, Ratschläge gegeben werden. Ich möchte mich auf einige Gedanken hier beschränken. Es beginnt schon im Vers 2.
wo wir sehen, dass das Ausgangsmotiv dieses Psalms das Lob ist. Da heißt es: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Auffallend sind die Wörter alle Zeit und immerzu. Der Gedanke wird hier wiederholt: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Und das wird verstärkt und wiederholt durch den Gedanken: Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Das finden wir oft in den Psalmen, dass durch eine Verdopplung ein gleicher Gedanke verstärkt wird. Unter Vers 3 erklärt, zu welchem Zweck er das macht. Da heißt es: Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Es geht also hier darum, die Elenden, die Menschen, die verzweifeln, die in Sünde verstrickt sind, die in Schuld verstrickt sind, die sich nicht mehr helfen können, die traurig sind, die einsam sind, die Verzweifelten, die sollen es hören, dieses Lob, und sollen sich daran freuen. Ein wunderbarer Gedanke, der hier herauskommt. Und dann geht die Einladung an die Elenden mit dem Psalmschreiber, in dem Fall David, zu loben. Der Vers 4 heißt dann nämlich: Erhebt mit mir den Herrn. Also er schließt hier die Menschen ein, die er ansprechen wollte. Ein wunderbarer Gedanke, finde ich, auch für unser Leben und für unsere Art, den Menschen zu helfen. Der Vers 2 ist hier sehr bekannt: Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Mit einer etwas anderen Übersetzungsart gibt es hier auch Lieder dazu. Ich finde auch den Vers 19 bemerkenswert. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wir haben wieder dieses Prinzip der Verstärkung durch Wiederholung. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Auch wenn sie sich einsam fühlen, auch wenn Menschen verzweifelt sind, dann dürfen sie sicher sein, dass Gott ihnen nahe ist, auch wenn sie es nicht spüren. Aber sie dürfen es glauben, denn hier steht diese Verheißung. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Die also verzweifelt sind, die in Schwierigkeiten stecken in ihrem Leben, in welchen Problemen auch immer. Es heißt hier, er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind, die sich nicht mehr selber helfen können. Und als Christen sollen wir diesen Menschen das Lob Gottes vorzeigen. Wir sollten sie einladen, dieses Lob auch zu singen und zu ihrem Lob zu machen, weil eben Gott dieser gütige, wunderbare Gott ist. Dann heißt es immer: Ja, wenn wir gehorsam sind, dann sind wir Gott angenehm. Wenn wir sündigen, dann wird er Böses uns tun. Oder er wird uns vertilgen oder wird uns ins Gericht nehmen und so weiter. Aber in Vers 22 steht etwas Interessantes. Den Gottlosen wird was töten? Gott? Nein, den Gottlosen wird das Böse töten. Und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Und im Gegensatz dazu der Vers 23: Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Sie werden es nicht zu büßen haben, Gott zu vertrauen, und sie werden es nicht zu büßen haben, nämlich das, was sie getan haben, weil sie Gott vertrauen. Und in Jesus haben wir diese Erlösung und ist diese Erlösung auch vollständig geworden. Gottes Segen allen, die in dieses Loblied einstimmen können, und meine Bitte: Ladet Menschen ein, mit euch Gott zu loben. Auf Wiederhören bei einer neuen Folge von Max 15 und nun zum Lied. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Erde, die ihn führt.
Hirten und errettet sie. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Keinen Mangel, fürchtet den Herrn, ihr seine